Jo Leute, heute muss ich euch vollkommen im Regen begrüßen, warum auch immer es hier jetzt gerade regnet. Aber das ist ja auch erstmal nebensächlich, denn die Schalker für unsere Schalker-Farm, um diese in Betrieb zu setzen, werden heute geholt. Und es ist ein absolutes Katastrophenvideo geworden. Also, ich glaube, ich habe noch nie so viel Scheiße in einem Video erlebt wie heute. Es ist krank. Viel Spaß im Video. Eigentlich ist es doch nichts, außer die Schalker in den Minecart bekommen und das Minecart bis hierher transportieren. Das ist doch wie, als würde ich ein Schaf holen, oder nicht? Schalker mit Minecart holen, denn wenn man keine Rüstung anhat und mehr als einen Block von Schalkern entfernt ist, sieht er dich nicht. Was? Okay. Die Minecarts direkt an das Endgateway-Portal führen, ja, ist klar. Danach mit den Schalker mit einer speziell konfigurierten Activator-Whale in das Endportal geben. Er endet dann im Worldspawn, welchen du bestimmen kannst, indem du durch das Endportal droppst. Das Endportal führt mir ja bei mir nicht beim Spawnpoint raus, also da, wo ich als erstes gespawnt bin, sondern bei mir führt es hier an dem Bett raus. Heißt, der kommt dann hier bei dem Bett an, oder was? Sand durch das Portal. Hä? Aber was bringt denn Sand durch das Portal? Da, warte, wir gucken mal kurz ins Video von Schalkercraft rein. Hey guys, today I will showing you how to build a Schalker Shell Farm. So, du... Hä? Aber, also soll ich das Bett abbauen? Look around and you will find... Ah! Bring the Schalker da rein, das ist klar. Er macht das hier... Was? Hä? Digga, was hat er das? Er hat das Minecart in ein Boot gesetzt. Ja, aber wie hat er das denn jetzt... Wie hat er das Boot da reingebackt, Bruder? Brauchst du nicht, da wird ein Bug mit einem Minecart gezeigt. Ach so. Ja, also brauche ich es nicht, aber eigentlich. Also das Boot ist jetzt nicht wichtig. Ah, und da kommt dann unsere Schalker raus. Ah, easy. Und die nehme ich dann im Prinzip einfach mit. Und dann baue ich den Way, wie ich die Schalker da wegbringe. Ah, okay. Chillig, dann weiß ich Bescheid, Digga. Also, dann nehmen wir uns eine extra Schalker-Kiste auf jeden Fall mit. Omega-Lul, wenn ich da eine leere hätte. Schalker-Kisten sind echt rare. Wir sollten mal eine Schalker-Farm bauen, Jungs. Oh, ich habe ja schon fast eine. Lustig. Danach habe ich den ganzen Stuff für das Holen der Schalker zusammengesucht, bis etwas Fatales passierte. War das? Hast du es gehört? Das Knacken? Hä? Die hat gerade irgendwas richtig krass geknackt. Da. Hast du gehört? Ich esse gerade. Kann das sein? Oh! Oh mein Gott, meine Jalousie ist runtergekracht. Ach du Scheiße, ich habe... Oh, tut mir leid, ich habe auf die Tastatur gehauen. Ach, Digga. Meine Jalousie ist gerade runtergefallen, Digga. Das Klebeband hat sich einfach gelöst. Ab dafür, Jungs. Essen. Oh, yo. Ist ja in der Enderkiste aber noch. Ey, das ist jetzt schon wieder Inventar-Struggle hier. Wohin soll ich mit all meinem Stuff, Alter? Guck mal, die Kisten kann ich aber weglegen einmal. Die brauchen wir jetzt nicht. Und Essen holen wir gleich noch, Jungs. Alles entspannt. Hier irgendwo, Emmy. Da, Karotten. Zack. Da haben wir... Was denn? Ja, ich habe nicht gesagt, dass du mir die schlagen sollst eigentlich. Jetzt können wir aber los, Jungs. Dann gehen wir jetzt ins End und... Ah, nee, stimmt. Oh, fuck. Invis Potions. Nicht Invis, sondern... Also hier, dass ich unsichtbar bin, ne? In Vision. Ist ja egal. Auf jeden Fall müssen wir noch Unsichtbarkeitstränke machen. Für alle, die sich fragen, wofür ich Unsichtbarkeitstränke brauche. Mit Unsichtbarkeitstränken sehen die Schalker nicht. Außer du bist ihnen näher als ein Block. Ohne Unsichtbarkeit jedoch zerstören sie dich direkt, greifen dich direkt an und bombardieren dich mit ihren tödlichen Kugeln. Ich habe dann eine Schalkerkiste voll gebraut. Eigentlich würde euch das der normale Blaze schon sagen, aber leider war der mit viel wichtigeren Gesprächen beschäftigt. Weiß ich nicht. Zahnärzte sind coole Typen. So, weißt du, nichts gegen Zahnärzte. Ja, okay, aber sind das richtige Ärzte? Das ist wie, als würdest du sagen, jo, ich bin Pferdearzt und ich bin Arzt. So, weißt du, du bist so Pferdearzt, aber gehst du zu anderen und sagst du, ich bin Arzt. Man macht doch die gleiche Ausbildung überall, nur dass man dann... Was für Ausbildung? Die studieren, die machen keine Ausbildung. Und jeder macht das gleiche, nur eine... Ja, trotzdem, Pferdeärzte sind mir schon kurios. Ich meine, stell dir mal vor, du kannst ein Pferd besser operieren als ein Menschen. Aber wer auch wahrscheinlich will, da kannst du dir alle Pferdegirls klären. Kannst einfach einem Pferd nachts ein Ding brettern und danach ruft die dich an. Und dann hilfst du ihr bei dem Pferd. Übel die Taktik eigentlich. How to Girls klären. Naja, lern erstmal Englisch. Oder du wirst Mechaniker und machst Autos mit Absicht kaputt. Ach, von Mädchen oder was, damit du die... Von heißen Mädchen. Und dann kommen die in deine Werkstatt. Ich mach dir das ganz, aber dafür... Nee, sowas sagt man nicht. Man wird dann sympathisch mit der, weißt du, wie ich meine? Klärt sich irgendwann die Nummer so nach einer Zeit, wenn man sympathisiert. Und dann, aber also, Bettleistung ist ja mal übel wack. Ja, Gott sei Dank wirst du nie im Job erlernen.
Hast du recht, zum Glück. Also auf jeden Fall nicht Mechaniker, dafür habe ich zwei linke Hände, Alter. Wir gehen jetzt los, Chat, nach sehr langer Zeit. Ich habe jetzt eins, ich habe Invisible Potions. Wir haben solide Blöcke dabei, wir haben eigentlich alles, was ein männliches Herz begehrt, wenn er Shulker farmen oder fangen will. Wir müssen jetzt nur einmal den Spawn-Test machen und einmal das Bett abbauen vorher. Dann gehen wir kurz ins End und schmeißen erstmal Sand durchs Portal, um zu wissen, wo die Shulker am Ende rauskommen wird. Ab geht's ins End. Wir müssen jetzt das mit dem Sand machen. Das Bett ist neu geplaced. Was? Hast du es gehört? Hier war ein Delfin. Die Fledermaus, man kennt sie. Also Jungs, wir haben jetzt hier Endportal, Sand und ab dafür. Oh, warte, nee, wir müssen es ja nicht da durchschieben, ne? Ach, scheiße, ich habe jetzt schon verkackt. Das muss ja hier am Ende rein zeigen. Und dadurch, dass es hier rein zeigt... Ah, nee, das muss aber tiefer zeigen, wa? Und dann das. Der fährt dann hier rein und hier müssen wir im Prinzip den Sand reintun, ne? Dann habe ich ja jetzt schon verkackt, oder nicht? Stimmt alles. Ach so, okay. Dann mache ich es hier nochmal rein. So, dann haben wir jetzt vier Dinger durchgeschickt und müssen jetzt selber mal durch. Ich habe doch das Bett abgebaut vorher. Ich habe es auch vorhin nochmal abgebaut. Respawn-Punkt. Ach, oh mein Gott. Ein Respawn-Punkt wird doch erst gesetzt, wenn ich in dem Bett schlafe oder raufklicke. Ich habe raufgeklickt, oder? Ich habe bestimmt raufgeklickt. Ach, Digga. Riechst du das? Ja, steht. Ich habe so einziehen lassen gerade, das glaubst du gar nicht. Auf ein neues. Jetzt ist das Bett abgebaut. Jetzt müssen wir am Spawn-Schrank rauskommen. Zack. Digga, das ist jetzt nicht wirklich. Es ist der höchste Punkt an dem Berg. Das kannst du dir nicht ausdenken. So ist es doch geil. 1A, Mann. Perfekt, dann wissen wir Bescheid, dass hier die Schalke rauskommt. Wir selbst kommen auch hier in der Richtung raus. Heißt, wir können jetzt losgehen. Eine Festung suchen, eine Schalker-Festung. Und uns dann die Schalke holen. So, okay, dann ich baue jetzt hier diese Linie nach da hinten, Jungs. Damit ich den Anschluss im Prinzip habe. Kurze Bestätigung, damit ich da durchlaufen kann, damit ich 100% Bescheid weiß. Weil wenn es so funktioniert, haben wir die Whale Barn jetzt soweit hier durch und können uns einmal dann wirklich das Ding suchen, beziehungsweise die Schalker-Festung halt suchen, wo wir die Schalker dann herbekommen. Das funktioniert? Okay. Ja, ich belief einfach. Zack. Hä? Ach hier. Perfekt. Das müssen wir uns mal merken. 896. So, ab geht's, Digga. Wir brauchen jetzt eine Festung. Ich glaube sogar bei dem Portal, oder war es bei einem anderen, irgendwo auf jeden Fall war relativ in der Nähe eine Festung, wo wir uns die Schalker holen könnten, weil theoretisch... mal gucken, ob die Grafikkarte das hält. Das Erinnerungsvermögen von Jesus. Ich wusste es einfach. Ich bin zu gut für dieses Spiel. Alter Junge, ich kann mir nicht mal merken, was ich vor 3 Tagen gemacht habe, geschweige denn dem, was Emmy mir vor 2 Wochen erzählt hat. Aber ich weiß einfach, wo die Festung ist, die ich vor 1,5 Jahren mal in Minecraft gelootet habe. Ich glaube, außen hängen immer noch welche. Ah, das ist nur eine. Wir brauchen eigentlich mehr als eine. Heißt, wir müssen jetzt von hier aus bis nach da hinten zu der kleinen Festung im Prinzip einen Weg bauen. Und falls die nicht reicht, also falls da nicht 2 Schalker oder 3 Schalker sind, die wir looten können, müssen wir noch mehr holen. Ich glaube, wir haben nicht mal genug Blöcke dafür, um ehrlich zu sein. Chat, jetzt kurze Frage. Wenn ich die schlage, glaubt ihr, die duplizieren sich? Ja, toll. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo er hin ist. Da unten. Okay, alles chillig. Ja, und ich weiß, dass ich Invisible Potions dann nehmen muss, wenn ich mich den näher. Aber mache ich ja gerade noch nicht. Deswegen alles safe, Jungs. Und da ist unser erster Kandidat. Und guck mal, hier sind genau 3 Stück, die wir mitnehmen können. Digga, was willst du denn? Ja, jetzt muss ich Invisible trinken, sonst lassen die mich nicht in Ruhe. Hä? Digga, wir hatten gesagt, dass der mich nicht sieht. Soll ich die Rüstung ausziehen, warte? Pass auf, dass du nicht stirbst. Ja, Digga, ohne Elytra wird schwierig, Alter. Ich habe 4297 Level, bin im End und muss mir eine Schalker krallen. Ohne runterfallen. Bruder, der soll sich nach oben teleportieren. Oh, Digga. Vielleicht nicht so weit nach oben, damit ich eine Whale neben ihm placen kann. So, jetzt muss ich dich hier in einen Minecart einladen. Zack. Oh, nein. Oh, nein. Das ist jetzt nicht mein Ernst. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Was braucht man, um Schalker in einen Minecart zu setzen, Emmy? Hier, dieses Boot. Nee. Eine Minendings haben mit dieses... Ein Minecart. Ja, genau. Ja, rate mal, wer keine Minecarts dabei hat. Du. Verlieren. Stabil. Wir gehen kurz Minecart holen.
Wir machen uns auf den schleichenden Hasen. Ey, das sieht wirklich so aus, als würde man schleichen einfach. Guck mal. Kann der mich jetzt noch angreifen? Was? Warum schießt... Ach so, mein Invisible ist weg. Den können wir einfach hier runterschieben dann. Ab dafür. Wir müssen dann halt nur noch die Schienenstrecke komplett bis zum Ende bauen. Aber ich hole mir jetzt erstmal die Schalker in Minecart. Das wäre jetzt erstmal der First Step. Und danach machen wir die Schienenstrecke bereit. Wenn die im Prinzip alle hier auf der ersten Schiene schon stehen. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas auf dem Dachboden. Kann man die nicht schieben? Och, du Arsch. Och, du Arsch. Digga. Was willst du denn von mir? Warum fährt er denn nicht? Schiebe ein anderes Minecart dagegen. Okay, Chef. Wird gemacht. Fahr. Chat zu schlau. So, warte, dann müssen wir jetzt hier lang. Und ab geht's zu den nächsten. Zu den nächsten Schalkern. So, mein Freund, du bist der Nächste. So ist angenehmer. Oh, nee. Alles gut, Jungs. Ich kann sowas. Ich mach das every day, every night. Versteht ihr, wie ich meine? Zack, zack, zack. So, dann geht der hier rum. Geht dann hier rauf. Geht dann hier rüber. Und fährt dann einmal straight up bis nach hier vorne. Mhm. Probier erstmal, ob du den einen Schalker durch das Portal bekommst. Wenn das funktioniert, dann hol die nächste. Aber warum? Okay, ja, können wir machen. Dann bringe ich den einen jetzt erstmal durchs Portal. Darauf folgend habe ich die Schienen gelegt. Und als ich die Schalker geholt habe, war ich wieder mitten im Gespräch. Mein Opa hat mir gerade, also mein Opa überweist mir monatlich immer 25 Euro. Was? Als Taschengeld. Weil er weiß, dass ich von zu Hause nichts bekomme. Und er denkt, also er weiß nicht direkt, dass ich arbeiten gehe, sondern nur so indirekt. Warte, du kriegst, warum weiß ich das nicht, dass du monatlich 25 Euro von deinem Opa bekommst? Habe ich dir halt noch nie erzählt. Der, wie krank ist das denn? Alter, dein Opa ist einfach reich. So, ab dafür, wir gehen mal durch. Oh nein. Oh nein, das ist jetzt nicht passiert. Das... Ah, nee, Digga, das ist jetzt nicht wirklich passiert, Alter. Das... Nein! Yes. Hä? Guck mal. Oha. Er ist da noch. Der kann nicht sterben im Void oder was? Oh mein Gott, aua. Ja, die leben im Void. Ich will die tot haben. Ich kann nicht mit dem Gedanken leben, hier im End mich AFK zu stellen und zu wissen, dass hier irgendwo eine Schalker im Void chillt. Das geht nicht, weißt du, wie ich meine? Ah, warte, der ist... Ach du Scheiße! Hä, was ist das denn? Willst du mich verarschen? Hier ist Höhe 0 und der ist da, oder was? Ey, was habe ich denn jetzt fabriziert, Digga? Den kriege ich nie wieder da weg, oder? Der ist minus 40, ja, und jetzt? Die Türen unter Höhe 0. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Mach TNT-Minecarts. Oh, TNT-Minecarts sind gut, ne? Die explodieren beim Aufprall. Stell mal vor, ihr geht AFK und ihr wisst, dass irgendwo, ihr geht mit 5000 Level AFK. Und irgendwo in eurer Welt im Void chillt Schalker, Digga. Darauf hätte ich jetzt echt nicht so Bock. Wenn ich das jetzt so mache, da dürfte dann eigentlich nichts passieren. Es funktioniert nicht, dass Minecart kommt auf den höchsten Block, machen einen Kreis aus Schienen. Ja, okay, dann wissen wir jetzt Bescheid, dass hier funktioniert. Die hier machen wir mal Spawn Protectable. Und dann können wir jetzt aber die nächsten Schalker holen. Beziehungsweise erstmal den nächsten und dann erst den Rest. So, Rüstung. Rüstung. Elytra. Scheiße. Ah, ist er hängen geblieben hier irgendwo oder was? Chillig, er ist hängen geblieben. Alles gut. Hey! Nee, ich muss da runter, Digga! Nee! Wo ist sie hin? Digga, du willst mich doch jetzt verarschen. Wie hat die sich denn rausteleportiert jetzt? Digga, meine drei Minecarts. Ich will meine Minecarts wenigstens haben, komm. So eine Zeitverschwendung einfach. Du kannst es dir nicht ausdenken. Nimm einfach die anderen zwei. Hä, welche anderen zwei? Ich habe ja nur noch einen jetzt. Und die andere muss ich gleich erstmal wieder fangen, bevor wir hier irgendwie weitermachen, du. Anders wird das sonst nichts. Aber die kann ich mir so schnappen jetzt hier. Alter, ich habe ein Movement wie Jesus. Bin ich mal nicht zu krass, Kleiner. Ab dafür. So, ab dafür. Ja, wie kriege ich denn das Ding jetzt da raus? Die... Oh, nee. Unendlicher Loop. Wie... Er ist jetzt... Nee. Er ist jetzt gerade nicht wirklich zurückgefahren, Digga. Er ist zurückgefahren. Du willst mich doch flachsen. Wo ist er hin? Habt ihr es gesehen? Wo ist er hin? Er ist gerade oben links gestorben, Jungs. Er ist gerade oben links im Bedrock-Block gestorben. Ja, miese, würde ich sagen. Mann. Bau
einen kleinen Kreis, sondern einen mit Ende, sodass du nur Kova am Ende hast. Och Mann, Digga. So, so sollte es funktionieren, oder nicht? Egal, wo das jetzt rauskommt, sie wird auf jeden Fall abtransportiert. Zu 100%. Ich kann es auch mit einem Minecart einmal testen, theoretisch. So. Hä? Oh, oh mein Gott, sie ist noch hier. Sie ist noch hier. Ehre. Ja, die können wir gleich abholen. Ja, mashallah. So soll es doch sein, oder nicht? So, wir können jetzt erstmal das Vieh hier nochmal einfangen. Totem haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Soweit erstmal alles fresh. Ich muss nur schnell genug reagieren, wenn ich ins Void fallen sollte. Weil wenn nicht, könnte das hier zu einem fatalen Ende heute führen. So, ey, ey. So nämlich. Versuch Nummer 3, Schalker Nummer 2 scheint ordentlich zu funktionieren. Die Frage ist jetzt, ob sie auch ordentlich hier drüben rauskommt. Zack. Nee! Tot. Das ist nicht wahr, Digga. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Activator Waver aus. Oh nein! Oh nein, Digga. Wir hätten einfach nur diese Whale aktivieren müssen. Mehr nicht. Wir hätten nicht mehr machen müssen. Willkommen im Stream von Valation. Das sind die Momente, weswegen ich mit Stream angefangen habe, Digi. Damit ihr live dabei sein könnt. Bei genau dieser Scheiße, die gefühlt nur mir passiert. Ich habe sowas noch nie gesehen. Noch nie, dass irgendjemand so verkackt wie ich, Bruder. Versuch Nummer 4, Schalker Nummer 3. Ab auf den nächsten Try. Ich reime, Mann. Bin unaufhaltsam mit den Versuchen, die ich setze. Zeige es, man ja, ohne irgendwelche Gesetze. Der reimende Boss. Und der nächste Versuch war dann way too emotional. Warum bewegst du dich denn nicht, du fettes Stück Abfall, Alter? Jo. Ey, Bruder, ich raste hier gleich aus. Kann dieses fette Stück sich einfach mal nach vorne bewegen? Junge, was ist denn das? Beweg dich doch! Was willst du denn noch, Junge? Oh. Brauchst du eine Therapiestunde? Alles gut. Es geht weiter, wir haben es geschafft. Sie hat sich endlich bewegt. Jetzt fliegen wir hier mit. Danach geht sie hoffentlich erfolgreich durch das Endportal, dass wir sie erfolgreich in der Oberwelt haben. Und wenn sie dann in der Oberwelt chillt, Digi, ist es ganz easy. Weil von der Oberwelt müssen wir dann nur, wenn ich mich nicht irre, passt die durch Nether-Portale durch, Chat? Ja, wenn sie in der Oberwelt ist, bisher ließ es sich gut. Ist sie jetzt durchgefahren, die Schalker, oder nicht? Ja, ist sie. Okay. Next one. Schalker 3. Ja, Schalker Nummer 3, Versuch Nummer 4. Auf ein weiteres, Digga. Komm, bitte, bitte, bitte. Das war gut. So, und jetzt, eigentlich brauche ich noch wesentlich, wesentlich mehr Blöcke und Whales. Die müssen wir dann erstmal holen, glaube ich, bevor wir die Schalker holen können. Hey, was geht, was geht, was geht, was geht? Alles gut oder was da oben? Kannst du, achso, ich brauche einmal Invisible und so, wa? Damit du mich in Ruhe lässt. Oh, nee. Nee, Digga. Oh, was ist denn das? Sag mal, haben wir hier heute nur Unglück? Wollt ihr mich verarschen? Ey. Nee, nee, nee. Oh, nö. Wo sind meine... Ich habe mal keine Pfeile mehr. Ey, also, warum... Das... Ey, so... Ich weiß es nicht. Es ist zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Was ist am schlausten? Machen wir hier ein Nether-Portal hin? Eine Verlinkung? Und bringst du durchs Nether-Portal direkt über die Nether-Decke, dann direkt ins Dings-Portal? Oder bauen wir jetzt von hier aus bis nach da hinten zum Nether-Portal einen Weg? Nether-Portal-Verlinkung, oder? Geht, glaube ich, wesentlich schneller. 240 minus 144. Ja. Perfekt, danke. Dann können wir da nämlich die Nether-Portal-Verlinkung dann hin tun. Nee, noch nicht reingehen. Das Ding oder das Vieh, die Schalker, hat schon viel zu viel Schaden bekommen und wir wollen die einmal healen, damit es wirklich safety first ist auf denen. Und dann haben wir jetzt schon das Nether-Portal synchronisiert, das habt ihr auch gar nicht gesehen, glaube ich. Jetzt müssen wir nur das Nether-Portal bei der Schalker direkt hinsetzen und dann die Schalker durchs Nether-Portal schieben. Beziehungsweise irgendwie durchs Nether-Portal bringen, ich weiß auch nicht genau wie, aber wir kriegen das hin. Und wenn sie dann im Nether ist, ist es kein Problem mehr eigentlich, weil dann muss sie nur zur Farm gebracht werden und das ist eine Sache von, keine Ahnung, 10, 20 Minuten vielleicht. Und dann können wir die Farm eigentlich anschmeißen, aber mal gucken, wie es läuft.
Der sieht uns, glaube ich, mit dem Lytra sieht er uns gar nicht. Warum war das denn vorhin so? So, komm mal her, liebe Schalker. Und du musst jetzt einmal in dieses Portal hier rein. Und dann hier nach unten. Nee, nee, nee. Das war so knapp davor, Alter. Kann ich die Dinger auch mit einem Ei abschmeißen? Was? Habt ihr das gesehen? Digga, das Ding ist einfach... Es war einfach Matrix gerade. Healen? Oh, guter Call. Healen habe ich ganz vergessen. Ja, warte, wir healen die zuerst, bevor wir hier los können. Zack. Ich schmeiße noch eine, ja? Hä? Ey, ich habe dir doch nur was Gutes getan. Beiß nie die Hand, die dich füttert, Mann. Das habe ich von einem weisen Mann mal gelernt. Ich hätte mir Milch mitnehmen sollen. Milch wäre am besten gewesen. Komm, gib mir noch einen rein, damit ich noch höher fliege oder doch nicht. Ich will die nochmal mit einem Ei abwerfen. Wir versuchen es nochmal. Komm her. Scheiße. Voll daneben. Oh, oh. Oh! Ach du Scheiße. Nein, das arme Chicken, das arme Chicken. Wenn das die Grünen sehen, na dann Halleluja, Alter. Das war ja ein perfect timed Moment einfach, holy shit. Ja, es ist einfach gespawntrapped worden. Es hat das Licht der Welt erblickt. Nein. Ich sag ja, also, es ist eine Katastrophe heute. Ich weiß auch, wie soll ich denn die überbrücken? Warte, wir können hier vielleicht so, dann nehmen wir hier noch einen Block raus und gehen dann hier und dann hier hoch. Fahr jetzt! Fahr! Nee! Oh, du bist doch dumm! Oh mein Gott, ich raste ja so aus. Oh, es ist alles gut. Es ist hochgefahren. Wir gehen mal vor und gucken mal, ob es rausgekommen ist oder nicht. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich habe vorher die Chunks gar nicht geladen, ne? Ja, alles gut. Schalker ist hier. Warte, wir holen mal Glasblöcke und bauen das Ding mal ein, weil heute schaffen wir es nicht mehr, das in die Farm zu bringen. So, saved. Das ist die Heilige. Im nächsten Video werde ich die Schalker zu unserer Farm bringen und wir werden testen, ob das Ganze funktioniert. Oder vielleicht doch nicht.